die Entscheidung, die Ankündigung, dass man jetzt deeskalieren möchte rund um Kiew, hat möglicherweise ganz einfach damit zu tun, dass man den Regimewechsel, den man ursprünglich ja vorhatte, nicht geschafft hat. Und man muss eins bedenken, eine Einkesselung, eine Abriegelung Kiews bindet unglaublich viel russische Soldaten und russisches Material. Und das passt möglicherweise nicht in den Strategiewechsel der russischen Streitkräfte, nämlich sich eher auf den Osten der Ukraine zu konzentrieren, auf den Donbass, aber möglicherweise auch bis zum Dnieper vorzurücken, wenn man denn Mariupol, die schwer umkämpfte Stadt, die angeblich kurz vor dem Fall steht, eingenommen hat, dann könnte das nächste Ziel sein, also den gesamten Osten der Ukraine abzutrennen von der Westukraine und dann möglicherweise sich noch Odessa vorzuknöpfen, um die wirtschaftliche Grundlage in der Ukraine oder der Ukraine auch zu nehmen. Denn gleichzeitig sehen wir die ganze Zeit die schweren Bombardements und die schweren Artillerieangriffe. Noch ein entscheidender Punkt ist, dass es jetzt schon mehrere Zwischenfälle mit Minen gegeben hat, mit Seeminen im Schwarzen Meer, die entschärft werden mussten. Und in dieser Hinsicht kann man auch möglicherweise die Entscheidung sehen der amerikanischen Regierung, dass man jetzt zur Abschreckung und zur Sicherung der Ostflanke Kampfjets nach Deutschland geschickt hat. 6 Spezialmaschinen vom Typ EA Prowler, die nach Spangdahlem in die Eifel geschickt worden sind. Diese Maschinen sind ausgerüstet mit ganz speziellen elektronischen Störsendern, die auf weite, große Entfernung Radarsysteme stören können und in der Lage sind, sozusagen SEAD zu betreiben. Das steht für Suppression of Enemy Air Defense, also die gegnerische Luftabwehr zu unterdrücken. Diese Jets basieren auf der F-18 und sind 2006 das erste Mal als Prototyp getestet worden, 2009 eingeführt worden bei den Amerikanern und sind eigentlich weitestgehend auf den US-Flugzeugträgern stationiert, der amerikanischen Marine, und verfügen, wie gesagt, über bis zu 5 Störsender, die auf mittlere und große Reichweiten die Radarsysteme des Gegners am Boden stören können. Darüber hinaus kann man diese Kampfflugzeuge aber auch bewaffnen. Da gibt es dann unterschiedliche Angriffswaffen, wie zum Beispiel Seezielflugkörper, aber auch spezielle Raketen, die auf einem Radarstrahl, der praktisch von der gegnerischen Luftabwehr erzeugt wird, in diese Luftabwehrbatterie sozusagen reitet und diese zerstört. Der Jet hat eine Geschwindigkeit von 2200 Stundenkilometern, 3300 Kilometer Reichweite mit Zusatztanks, und das ist sicherlich ein ganz deutliches Zeichen auch an die ganzen NATO-Staaten an der Ostflanke. Wir wollen hier dafür sorgen, dass die Russen nicht auf die Idee kommen, uns möglicherweise oder irgendwelche NATO-Partner an der Ostflanke anzugreifen. Wir sind vorbereitet und wir wirken hier abschreckend, um dafür zu sorgen, dass dieser Konflikt zwischen Russland und der Ukraine nicht möglicherweise auf die NATO dann ausgeweitet wird.